Hutträgerin. Frau. Mann. Kleiner. Große. Erster Akt, die Fünferkolonne. Vorhang auf, Fünferkolonne bewegt sich in einem Bogen langsam von hinten nach vorne. Bleibt stehen, vorne Mann und Frau, dahinter Hutträgerin, dahinter Großer und Kleiner. Alle in dunkler, langer Kleidung. Blick nach vorn, die hinteren stieren seitlich vorbei. Grave rubato. Sieht nach Regen aus. Das zieht vorüber. Die Sonne ist schon weg. Ein leichtes Nieseln, maximal. Sieht nach heftigem Regen aus. Ganz bestimmt nicht. Vielleicht ein kleiner Schauer. Hätte den Schirm doch mitnehmen sollen. Zu spät. Könnte ihn doch jetzt schnell holen. Wir stehen bereits. Eben, wir stehen. Es kann jeden Moment weitergehen. Wir stellen uns dann unter einen Baum. Dann? Es ist zu spät. Hier ist kein Baum. Es geht gleich weiter. Sieht nicht danach aus. Was ist denn da vorne los? Ich wäre gleich wieder da. Dann geh doch. Du wirst schneller. Stimmt. Ich gehe zurück und hol den Schirm. Sie schaut ihn vorwurfsvoll an. Ich hol ihn. Mann geht ab. Ich glaube, es geht wieder weiter. Ernst? Frau winkt Mann her. Er kommt schnell wieder zurück. Mhm. Was ist denn da vorne los? Frau schaut Mann auffordernd an. Komm nicht auf die Idee. Warum geht es denn nicht weiter? Ich bin kurzsichtig. Bitte. Wie lange dauert das denn noch? Ich kann nicht lange stehen. 10:45. Ernst? Beim Stehen kriege ich immer Kreuzschmerzen. Hutträgerin holt ihren Schirm aus der Tasche und spannt ihn auf. Es regnet doch gar nicht. Für 12 ist angeblich reserviert. Ich hol ihn. Mann geht ab. Hutträgerin zieht ihren Schirm wieder ein und schmunzelt, kopfschüttelnd. Es zieht sich so. Gehen ist kein Problem, aber stehen. Stehen bleiben. Mit Rücken leiden. Stecken bleiben. Ein stechender Schmerz. Hier. Ich hasse Stillstand. Geduld haben die Genügsamen. Mit Rücken leiden. Ein stechender Schmerz. Hier. Geduld. Wenn's weh tut, ist es aus mit der Geduld. Man muss immer in Bewegung bleiben, sonst ist es aus. Ja, da haben Sie recht. Kann vielleicht mal jemand nachsehen, was da vorne los ist? Ich breche zusammen. Der Mensch ist schwach. Sie sollten sich setzen. Auf den Boden? Noch ist es trocken. Die Hose ist neu. Großer sucht nach einem geeigneten Platz, legt 2 Papiertaschentücher auf den Boden und setzt sich zögernd drauf. Lächerlich. Mann kommt zurück, stellt sich wieder an seinen Platz neben Frau. Ja, und der Schirm? Du hast den Schlüssel. Frau nimmt Autoschlüssel aus der Handtasche und gibt ihn Mann. Mann geht ab. Er war ein ordentlicher Mensch. Wer? Der Apotheker. Der Apotheker? Der Verstorbene. Ah, der Verstorbene. Sie kannten ihn nicht? Nein, tut mir leid. Ich bin nur ein Freund des Sohnes. Ich verstehe. Und Sie? Ich bin ein Freund der Tochter. Er war doch ein ordentlicher Mensch, nicht wahr? Ja, ganz sicher. In seiner Apotheke sieht es immer sehr ordentlich aus, nicht wahr? Ganz bestimmt. Man wird sofort bedient und bekommt, was man braucht. Alles, was man braucht. Er wusste immer, wovon er sprach. Er kannte sich aus. Ja, ein kompetenter Mann. Aber das Wichtigste war ihm immer die Familie. Die Familie ist immer das Wichtigste. Er war ein Familienmensch. Immer hat er von den Wanderurlauben mit der Familie gesprochen. Mit der Familie. Jedes Jahr fuhr er mit der Familie in die Berge zum Wandern Ende September, weil in der Nachsaison sei es weniger überlaufen, meinte er immer. Ja. Ja, seit 30 Jahren fährt er jetzt mit der Familie zum Wandern, hat er erzählt. Vorige Woche war ich noch im Geschäft und habe mit ihm gesprochen. Und diese Woche wollte er wieder losziehen mit der Familie. Sie wären doch sicher auch dabei gewesen. Ich? Die ganze Familie. Die Kinder mit den Partnern.
Ich bin ein Freund der Tochter, nicht der Freund. Aber Sie kannten ihn doch, den Apotheker. Tut mir leid, ich kannte ihn nicht. Sie kannten ihn nicht? Nein. Von diesen Wanderurlauben weiß ich auch nichts. Davon hat sie mir nie was erzählt, die Tochter. Er sprach von nichts anderem, wenn man ihn nach der Familie fragte. So, so. Ich fragte immer, wie geht's der Familie? Und er erzählte dann von den Wanderurlauben. Mhm. Ich glaube, diesmal wollte er ins Sensengebirge auf den Hohen Nock mit der Familie. Die Zimmer im Koglerhof waren schon seit dem Frühjahr reserviert. Ist wirklich schön dort, sagte er. Nationalpark, schön dort, ja. Ja, die letzte Woche im September war immer für die Familie reserviert. Komme, was wolle, sagte er, mich zieht's ins Gebirge. Der Apotheker, der Familienmensch, komme, was wolle. Seit wann kennen Sie die Tochter? Wir kennen uns jetzt seit über 10 Jahren. Von den Wanderurlauben weiß ich aber nichts. Eine flüchtige Bekanntschaft. Eine gute Freundschaft. Wir tanzen zusammen. Sie tanzen? Ja. Mit der Tochter? Ja, regelmäßig. Aber nur so, im Kurs. Mann kommt zurück und gibt Frau einen zerfledderten Knirps. Da, Frau. Nimm die Keule. Was ist denn damit passiert? Es geschah auf der Jagd. Ich wurde von einem Wolf überfallen. Wölfe? Wo? Auf dem Parkplatz. Um Gottes Willen, bist du auch gebissen worden? Nein, ich ließ ihm die Keule und bin in Notwehr auf ihn draufgestiegen. Du hast einen Hund zertreten. Er war kaum größer als mein Schuh. Ich glaube dir kein Wort. Die Geschichte wird teuer. Der Wert des Viehs war angeblich höher als meine Lebensversicherung. Das ist doch nicht möglich. Mehrfach preisgekrönt. Wir werden von ihr hören. Ihr Mann ist Anwalt. Mir wird schlecht. Großer hat Schmerzen und ist unruhig. Kleiner zappelt. Es geht nicht mehr. Was ist denn jetzt? Unverständlich. Großer steht etwas unbeholfen auf, nimmt die Papiertaschentücher, schüttelt sie aus, faltet sie zusammen, schiebt sie in den Hosensack und stellt sich wieder auf seinen Platz. Bin wieder da. Für wann ist reserviert? 12 Uhr Mittag. So, ich halte es nicht mehr aus, ich schau mal nach. Kleiner bewegt sich nicht. Ja, dann tun Sie es doch. Wir warten hier so lange. Sie warten hier, ich gehe jetzt. Kleiner geht nach vorne ab. Unverständlich. Sie sind nicht zusammen. Aber Sie kannten den Apotheker. Ja, wir kannten ihn. Ja. Ja, vorige Woche war ich noch im Geschäft und habe mit ihm gesprochen. Und diese Woche wollte er in die Berge fahren. Ja. Ja. Zum Wandern. Ja. Ja. Kleiner kommt langsam zurück. Die anderen starren ihn an. Einer der Sargträger kann nicht mehr. Sie suchen Ersatz. Arthrose. Beide Kniegelenke. Mein Kreuz. Ja, wieso helfen Sie denn nicht gleich aus? Sie stehen wohl gerne daneben und schauen zu. Was? Sie sagen, der Apotheker hatte 100 Kilo. Ja. Er war groß und stämmig. Aber nicht dick. 100 geteilt durch 4. Es kommt nur auf die richtige Technik an. Der Sarg ist aus Mahagoni und hat über 60 Kilo. Jetzt reißen Sie sich zusammen. Ich kannte ihn nicht einmal. Kleiner geht zögerlich nach vorne ab. Mann und Großer lösen die Anspannung. Sobald Kleiner weg ist. Gott sei Dank. Sag jetzt nichts. Ich schweige.